Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadows 2 Perfidia. Wir spielen jetzt mit Michael, dem 42-jährigen Büroangestellten. I'm 42 and well, now I'm retired. I've worked this job for a long time and I feel like it's time to move on, meet new people, visit new places. I decided to organize a party as a goodbye for all my workmates. We had lots of fun just talking with each other, and honestly, that's something I'm going to miss. So the So, ich habe das Intro jetzt einfach mal übersprungen. Ich werde zu der Folge so viel sagen, wenn das jetzt das gleiche Prinzip ist, die gleichen Sachen, die ich machen muss, wie mit dem 25-jährigen Security Man. Dann ist das die letzte Folge. Wenn das natürlich jetzt alles anders strukturiert und aufgebaut ist, machen wir das bis zum Ende. So, gönnen wir uns erstmal einen Kaffee. Läuft. Okay. Es scheint auf jeden Fall anders aufgebaut zu sein. Auf jeden Fall anders aufgebaut hier. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah. Zur linken ist der Elevator. Okay. Der hat doch gerade, da stand doch gerade was zur linken ist der Elevator. Ich bin doch gerade links rum gegangen. Einen Versuch mache ich noch. Warum ist... Wieso steht der Backpack jetzt dort? Okay.
Da ist irgendwas. Wir haben sechs an. Ja, gut, irgendwas wegen der Party. Ich muss gerade mal gucken, ne? Irgendwo muss ich doch dann hinrennen. Go to your room, lock the door and turn off. Ich höre auf. Spielprinzip ist ja das gleiche. Ich muss vor dem Geistern, Monster, was auch immer wegrennen. Andere Geschichte. Bisschen anders aufgebaut. Aber das dürft ihr selber herausfinden, wenn ihr euch das Spiel kauft. Gibt's bei Steam, ist nicht teuer. Und das war's mit Shadow 2 Perfidia. Wenn euch das mit dem Security-Heini gefallen hat und ihr mehr solcher Videos wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ansonsten bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Das war's mit Shadow 2. Like